die Hormone kicken auf jeden Fall, würde ich sagen. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, wir machen uns heute einen ganz entspannten Sonntag, denn es sind sehr viele Fragen zuletzt ja immer wieder aufgetaucht, selbstverständlich, weil sich vieles in meinem Leben geändert hat und deswegen habe ich euch auf Instagram gebeten, in meiner Story mir ein paar Fragen zu stellen, damit wir heute ein Q&A drehen können. Es sind super interessante Fragen dabei. Ich werde jetzt als erstes einmal meine Pflege auftragen. Ich werde das wieder so machen, dass ich einfach alle Produkte in der Infobox verlinke, sodass ihr da dann später vorbeischauen könnt und wir uns jetzt hier hauptsächlich mit den Fragen beschäftigen. Ich sage einmal hier kurz was zu meiner Pflege, denn ich habe heute Morgen, ich bin mit so dicken Augenringen einfach wieder aufgewacht und deswegen gebe ich jetzt einmal kurz noch, bevor ich mein Make-up auftrage, die Augenlifting-Tropfen hier von dem Booster von Beauty Mates auf meine Augenringe. Die nehmen halt richtig schön Schwellung. Also wenn ihr auch immer Probleme habt mit so angeschwollenen Augenringen beziehungsweise auch dunklen Schatten unter den Augen, die reduzieren die nämlich auch nach und nach. Ich kann euch den Augenlifting Booster sehr empfehlen. Der ist auch hochkonzentriert. Alle Booster von Beauty Mates sind ja hochkonzentriert, auch perfekt für sensible Haut, also vor allem um die Augen herum. Meine Augen tränen zuletzt wieder super krass. Also die sind so empfindlich und mit diesem Produkt hier, das kann in die Augen kommen, da brennt wirklich gar nichts. Und ich habe wirklich sehr empfindliche Haut, wie ihr wisst. Das ist mit Phytokomplex, Vitamin B3 und noch einige andere gute Inhaltsstoffe, die hier drin sind. Ich kann euch einfach den Link mal in die Infobox setzen und dann könnt ihr da auch selber mal reinschauen. Aber bei Beauty Mates sind die Produkte ja eh immer ohne Parabene, Silikone, Sulfate, PEG, was auch immer. Also in den Produkten sind nur Sachen drin, die die Haut auch wirklich braucht, beziehungsweise die der Haut auch wirklich gut tun. Und hier gehe ich jetzt einfach nochmal, bevor ich mein Make-up auftrage, mit der Hyaluron Cream Boost drüber. Die macht die Haut auch richtig weich und geschmeidig. Also die ist quasi wie so ein Primer, finde ich, weil die Haut so richtig schön glättet. Also die beiden Produkte verwende ich zuletzt immer richtig gerne im Set. Und das Gute ist, die ziehen auch super schnell ein. Also danach kann man sich direkt schminken, weil das einfach sehr schnell einziehende Produkte sind. Und ich setze euch sonst auch gerne nochmal den Link zum Set-Konfigurator in die Infobox. Da könnt ihr euch dann euer individuelles Set auch erstellen. Beauty Mates hat ja auch noch andere Booster, nicht nur den Augenlifting-Booster. Den Pickel-Booster verwende ich zum Beispiel auch immer noch täglich abends. Ihr könnt auch sonst gerne das Beratungstool nutzen von Beauty Mates, falls ihr euch nicht sicher seid, welche Pflege für euch am meisten Sinn macht. Und ihr könnt selbstverständlich auch wieder diesen Monat 30% bei Beauty Mates sparen mit meinem Rabattcode. Den setze ich euch auch nochmal in die Infobox, damit ihr ihn euch screenshotten könnt oder blende ihn euch hier auch nochmal ein. Da bekommt ihr nämlich 30% Rabatt auf alles bei Beauty Mates. Das ist auch immer nochmal ziemlich cool, den Rabatt mitzunehmen. Und selbstverständlich könnt ihr die Produkte von Beauty Mates auch 30 Tage risikofrei testen. Also schaut, ob euch die Produkte gefallen. Ich kann sie euch sehr empfehlen. Ich nutze sie auch wirklich schon sehr, sehr, sehr lange und bin schon sehr lange happy und zufrieden damit. Trage ich jetzt gerade den Primer auf. Und dann starten wir jetzt auch direkt mit der ersten Frage, die sehr häufig gestellt wurde. Ich glaube, die Frage, die am häufigsten gestellt wurde, ist: Wohnt ihr zusammen oder beziehungsweise habt ihr vor, bald zusammenzuziehen und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es so, ich hatte euch das ja auch schon, ich glaube, in meinem YouTube-Video hier erzählt, dass wir, seitdem wir beide zusammen beruflich in Istanbul waren, eigentlich immer zusammen waren seitdem. Also nur in London waren wir jetzt einmal voneinander getrennt, aber wir können uns einfach gar nicht mehr vorstellen, dass jeder quasi für sich ist und jeder quasi bei sich alleine wohnt und wir uns halt immer nur mal am Wochenende oder so sehen. Wir verstehen uns einfach so gut, dass wir uns wirklich jeden Tag sehen. Phil hat ein paar Sachen hier mit rübergenommen, das heißt, er kann hier halt auch perfekt vorübergehend immer bleiben und zwischendurch fahren wir mal immer in seine Wohnung, wollen jetzt auch bald mal da schlafen. Also er behält auf jeden Fall erstmal seine Wohnung und wohnt aber auch quasi gleichzeitig hier. Wir schlafen trotzdem auch noch, manchmal noch bei ihm. Also es ist halt so ein Wechsel, aber irgendwann, früher oder später, wollen wir auf jeden Fall fest zusammenziehen. Wir lassen uns da halt noch ein bisschen Zeit. Das ist ja halt alles noch gar nicht so lange. Also das ist halt alles sehr frisch. Aber wir wollen irgendwann mal nach einer Dreizimmerwohnung gucken. Ich habe halt hier eh erstmal den Mietvertrag, aus dem ich nicht so schnell rauskomme mit einem Jahr. Also ein Jahr muss ich hier auf jeden Fall safe wohnen bleiben. Und ich hatte ja auch nicht gedacht, dass ich so schnell jemanden kennenlerne. Deswegen dachte ich, ein Jahr vergeht schnell, aber hätte ja wirklich niemand ahnen können. Früher oder später wollen wir auf jeden Fall nach einer Dreizimmerwohnung Ausschau halten.
weil er halt auch die ganze Zeit von zu Hause im Homeoffice arbeitet, ich halt auch. Und das ist in zwei Zimmern auf jeden Fall machbar, aber auf lange Zeit wären drei Zimmer schon cool. Dann hier passenderweise kurz die Frage zu meiner Lieblingsfoundation und Shade. Schon sehr lange die hier von Dior. Ich nutze jetzt auch die Produkte und schmink mich mit denen, die ich hauptsächlich im Alltag verwende. Mein Schminktisch ist ja immer noch nicht zu 100% vollständig und mir fehlt immer noch die Aufbewahrung, weshalb ich immer noch quasi aus meiner Make-up-Bag lebe. Und das ist auf jeden Fall die Dior Backstage Foundation. Aus der Drogerie kann ich euch sehr von Maybelline Dream Satin Liquid Make-up empfehlen. Finde ich richtig toll. Hier habe ich gerade die Nuance 1,5. Ist die perfekte. Meistens mische ich sonst die 1 und die 2, weil die 1,5 ist einfach dauerhaft ausverkauft, glaube ich. Jedenfalls bekommt man die Nuance richtig schwer nachgekauft. Die ist gefühlt wirklich immer ausverkauft, wenn man sie nachkaufen möchte. Nächstes Reiseziel, da sind wir noch am Überlegen. Also das nächste Reiseziel ist jetzt auf jeden Fall Köln am Wochenende. Also schaut gerne in der Story auf Instagram vorbei. Ich bin jetzt nämlich von Donnerstag bis heute, also Sonntagabend, in Köln und gestern war Kims Junggesellenabschied, um das mal so zu spoilern. Ansonsten überlegen wir dieses Jahr vielleicht meinen Papa in Polen zu besuchen. Der ist da ja wieder den Sommer über und hat uns auch eingeladen. Und dann würde er Phil auch direkt einmal kennenlernen und wir überlegen nochmal, ja, einen größeren Urlaub zu machen. Also quasi, wir waren ja jetzt einmal an der Ostsee und wir wollen aber noch irgendwie mal, ja, wegfliegen zu zweit alleine. Und was halt ganz cool wäre, wäre so für 3 oder 4 Wochen und dann vielleicht mal nach Thailand und da so ein bisschen die Gegend zu erkunden. Was auch cool wäre, wäre Amerika, da hätten wir auch voll Bock drauf, aber da ist noch nichts geplant. Also das würden wir, wenn, dann wahrscheinlich auch eher spontan machen. Aber ihr könnt ja mal gerne euer nächstes Reiseziel in die Kommentare schreiben, beziehungsweise euer Wunschreiseziel, wenn ihr dieses Jahr nicht wirklich verreist. Das würde mich auch interessieren und ich bin immer sehr offen für Inspiration, was das angeht. Wie und wann habt ihr euch kennengelernt? Und ich glaube, dazu können wir echt mal was im Vlog nochmal zusammen sagen. Ich hatte ja schon ein bisschen was in meinem letzten YouTube-Video gesagt, wo ich euch von Phil erzählt habe, aber ich denke, das können wir echt mal zusammen erzählen, quasi die Story im nächsten oder übernächsten Vlog. Wie geht es dir mit der Pille? Und wie ihr wisst, ich nehme ja jetzt wieder die Pille wegen der Endometriose. Ich war ja bei 3 unterschiedlichen Frauenärzten und habe jedem erzählt, dass ich eigentlich nicht mehr die Pille bzw. Hormone nehmen möchte. Aber ja, es führt ja irgendwie keinen Weg daran vorbei. Und weil ich ja irgendwann früher oder später mal Kinder bekommen möchte und ich unfruchtbar werden möchte, nehme ich jetzt weiter die Pille. Und ich muss sagen, ich merke schon so ein bisschen Stimmungsschwankungen. Die Hormone kicken auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ich habe tatsächlich zugenommen. Und das aus meinem Munde zu hören, ihr wisst ja, ich nehme ja eigentlich nie zu. Also ich habe einen krassen Stoffwechsel, ich habe keine Probleme, ich muss nicht auf meine Ernährung achten und so weiter. Und ich habe tatsächlich 5 Kilo zugenommen. Ja, aber man muss auch dazu sagen, ich habe einfach wahnsinnig Hunger gehabt. Ich hatte das Gefühl, ich verhungere. Ich habe so viel gegessen, seitdem ich die Pille genommen habe. Ich habe zwischendurch auch manchmal Zwischenblutungen gehabt. Ich wollte deswegen auch nochmal zum Frauenarzt und das abklären. Aber ansonsten ist da nicht sonderlich groß, was sich verändert hat seit der Pille. Wie geht Sam mit der Trennung um? Das ist auch eine super interessante Frage, die ich tatsächlich auch immer wieder bekomme. Und Sam hat merkwürdigerweise die Trennung wirklich gut verkraftet. Also so in den ersten Tagen hat man schon gemerkt, dass er gewartet hat, dass Stefan nach Hause kam. Das hatte ich euch ja damals auch erzählt. Aber das ist super schnell vergangen und er ist seitdem krass fixiert. Also ich würde auch sagen, er hört viel besser als vorher. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er ist so extrem fixiert und ich kann ihn wirklich komplett auch ohne Leine eigentlich in der Stadt laufen lassen. Also könnte ich. Ich leine ihn sicherheitshalber natürlich trotzdem immer noch an. Aber wir sind so ein richtig eingespieltes Team seitdem. Es klappt super. Ich habe gar keine Schwierigkeiten. Also wirklich alles top. Er liebt Phil auch. Also es ist einfach so süß zu sehen, wie die beiden sich verstehen. Ich lade ja manchmal auch was in meiner Story auf Instagram dazu hoch, weil es einfach wirklich so süß ist, sich das einfach anzugucken. Und ich muss auch sagen, das war mir tatsächlich auch wichtig. Also ich habe immer gedacht, falls ich mal früher oder später jemanden kennenlernen sollte, dann muss der sich definitiv auch mit Sam verstehen, weil Sam gehört einfach dazu. Sam ist ein Teil der Familie und es war einfach, also als Phil hier das erste Mal war und er dann Sam kennengelernt hat, dachte ich mir schon so,
Okay, das ist krass. Ich habe selten jemanden erlebt, dass Sam von Anfang an jemanden so krass geliebt hat. Also er kam hier an, hat sich direkt um Sam auch gekümmert, hat mit ihm kurz gespielt und Sam klebte quasi an ihm. Das war richtig, richtig krass, das auch zu sehen, weil normalerweise ist er vor allem bei Frauen ist er sehr oft richtig nett und kann nicht genug Beachtung bekommen bei Männern, die interessieren ihn eigentlich gar nicht. Also da hat er gar keinen Bock drauf und geht auch immer so ein bisschen auf Abstand. Und bei Phil war es halt von Anfang an so, dass Sam so krass auch auf ihn fixiert war und man gemerkt hat, wie sehr Sam ihn halt auch mag. Genau das habe ich mir eigentlich auch immer mit gewünscht, dass Sam ja, sich gut mit jemanden versteht, den ich dann quasi auch mit in mein Leben lasse. Und das ist halt der Fall. Und Sam ist ja manchmal bei Stefan, also sehr selten, immer mal, wenn ich gerade wegfahre. Er versteht das immer sehr gut, dass er quasi nur kurz Urlaub macht bei Stefan und danach aber dann gerne wieder hier mit her möchte. So, ich sprühe jetzt einmal schon Fixing Spray drüber, damit das dann alles schon mal wirken kann und nichts mit der Mascara dann später verschmiert. Ah, und ein Hautupdate mit der Pille. Sie wird tatsächlich gerade besser. Also ich habe immer noch meine Unreinheiten, aber es wird viel besser. Ich hatte zum Beispiel auch ganz viele Pickel am Rücken. Die gingen gerade komplett weg. Also meine Haut bessert sich gerade schon extrem wieder durch die Pille. Bist du mit der aktuellen Situation glücklich? Und ich glaube, man sieht es mir an. Also natürlich ist so etwas am Anfang nie leicht, wenn man sich nach so langer Zeit trennt. Und irgendwie, ich habe euch ja immer gesagt, und ihr habt mir auch immer wieder gesagt, es passiert alles aus einem Grund. Und ich glaube halt total an Schicksal und so merkwürdig das alles war in diesem Jahr. Umso glücklicher bin ich tatsächlich, wie es jetzt gekommen ist. Ich habe immer gedacht, boah, ich habe gar keine Lust darauf, mir quasi wieder was von vorne aufzubauen. Und ich habe auch immer gedacht, boah, ich hätte da gar keine Lust drauf, nachdem man so lange in einer Beziehung war, wieder diese Kennenlernphase durchzumachen. Und es ist ja schon was anderes, wenn man quasi so ein eingespieltes Team war. Und ich muss aber sagen, ich könnte wirklich nicht glücklicher sein. Also das tut mir einfach so gut, weil wir auch so gleich ticken. Und je mehr wir jetzt immer zusammen waren, desto mehr habe ich auch gemerkt, wie ähnlich wir uns sind und wie gut wir eigentlich zueinander passen. Weil ich habe euch ja auch immer erzählt, ich hatte schon das Gefühl, ich war immer viel alleine. Ich habe auch viel alleine gemacht, was ja in dem Moment auch gar nicht schlimm war, weil ich mich damit abgefunden habe. Aber es ist viel schöner, wenn der Partner so viele gleiche Interessen hat und man sich auch so viel in verschiedenen Themen so krass unterstützen kann. Das weiß ich einfach gerade so wertzuschätzen und es macht mich extrem glücklich, wie gut wir einfach harmonieren und wie gut wir zusammenpassen. Und ich habe auch so viele Nachrichten hier in dem Q&A-Sticker quasi bekommen, wie glücklich ich aussehe und wie schön es ist, das zu sehen. Und das freut mich natürlich, dass ich das auch so nach außen hin ausstrahle, denn ne, egal, was für eine Scheißzeit man im Leben hat, und das kann ich wieder an dieser Stelle sagen, es passiert alles letztendlich aus einem Grund. Und ich glaube so krass an Schicksal und irgendwie sollte es so sein. Und wie gesagt, ich könnte aktuell wirklich nicht glücklicher sein. Ich bin super froh, wie sich das alles entwickelt hat, was sich ergeben hat. Und es ist einfach wunderschön aktuell. Das muss ich wirklich mal sagen. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen und auch wenn ich immer noch viele Nachrichten bekomme und Kommentare von wegen, das wird eh nicht lange halten, du kannst nur nicht alleine sein. So ein Quatsch, ich kann halt richtig gut alleine sein. Und ich muss auch sagen, ich habe die Zeit alleine sehr genossen, auch als ich hier in die Wohnung gezogen bin. Ich bin ein Typ, ich bin wahnsinnig gerne alleine. Und auch in der langen Beziehung war ich, wie gesagt, auch viel alleine. Und ich bin einfach ein Mensch, der gerne alleine ist. Und ich gehe nicht in eine Beziehung, nur weil ich nicht alleine sein kann. Also, ne? Einige Kommentare, die ich bekommen habe, sind wirklich so ein bisschen unter der Gürtellinie, wo ich mir denke, warum können Leute einem einfach nicht nur das Glück gönnen, das man gerade empfindet? Und halt auch so Kommentare, die unter dem Video kamen, von wegen, dass ich total künstlich wirke und früher total reif gewirkt habe und mit der Situation einfach völlig unreif und unauthentisch. Dazu kann ich halt auch wieder nur sagen, sorry, dass einigen mein Leben scheinbar nicht gefällt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man plötzlich nicht mehr Leute mag, denen man folgt, dann ist es kein weiter Weg und überhaupt nicht schwierig, Leuten zu entfolgen, als die ganze Zeit immer
ja, einfach ja, diese negativen Nachrichten und Vibes zu verbreiten. Und ich muss auch sagen, in dem Video, wo ich das bekannt gegeben habe, das ist mir nicht leicht gefallen, weil einfach schon die Welle von Instagram kam und weil ich genau wusste, dass auf jeden Fall nicht jeder happy darüber ist, dass ich wieder glücklich bin und mir das halt schlecht reden möchte. Und das Video ist mir auch gar nicht so leicht gefallen, es zu drehen. Und deswegen habe ich da wahrscheinlich auch ein bisschen anders gewirkt, weil ich einfach schon diesen üblen Beigeschmack hatte und einfach Bauchschmerzen beim Drehen, weil ich einfach so Angst hatte vor der Reaktion. Und ich denke mal, das wird einfach der Grund sein, warum ich in dem Video vielleicht für einige anders gewirkt habe. Weil ich wirklich gesucht habe, was für Worte ich wähle, um das halt richtig rüberzubringen. Egal, wie ich es versucht hätte zu formulieren und. Letztendlich gibt es immer die Leute, die einem nichts Gutes wünschen, leider. Ich bin übrigens absolut in love. Den hatte ich mir bei Rossmann gekauft. Das ist von Asam Beauty, der Lip Liner in der Farbe Almond. Hattet ihr mir ja empfohlen. Und das ist wirklich genau meine Farbe. Also ihr kennt mich da wirklich sehr, sehr, sehr gut, was das angeht. Das ist eine wunderschöne, natürliche Lippenfarbe. Und ich gehe hier nochmal mit dem Gloss in der Farbe Cream Cashmere so ganz leicht rüber. Ist ja auch echt mein liebster Gloss so zuletzt gewesen. Und ich hoffe sehr, dass euch das kleine Q&A schon mal gefallen hat. Wir können sowas in nächster Zeit auf jeden Fall gerne wieder öfter machen. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, stellt sie auch gerne in die Kommentare. Ich nehme die auch gerne mit in die nächsten Vlogs, sodass wir da dann auch immer so eine kleine Q&A-Runde machen können. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dass ihr das gute Wetter genießen konntet am Wochenende. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video am Mittwoch hier wieder. Bis dann, ciao!